Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 15 Karriere. Jawohl, es geht wieder los. Ich freue mich und begrüße euch recht herzlich zurück zu diesem wunderschönen FIFA 15 Let's Play. Wir sind endlich wieder da. Hier bei unserem Karrierespiel, nachdem ja Ultimate Team am Montag schon wieder losging, geht's jetzt auch hier mit FIFA 15 Karriere weiter und wir spielen jetzt mit Eintracht Frankfurt gegen die TSG 1899 aus Hoffenheim. Jawohl, so sieht's aus. Und ich weiß gar nicht. Oh, Sonny Kittel will uns was fragen. Guck mal. Was sagt sie denn? Antonio Rüdiger. Ich habe meinen Vertrag durchgelesen, kann ihn aber so nicht akzeptieren. Grund, ich würde gerne wissen, welche Rolle ich übernehmen soll. Okay, warte mal. Da gucken wir doch direkt nochmal beim guten Herrn Antoni. So, hier ist er. Antoni Rüdiger. Also, wer hätte gerne eine Länge, also ein Jahr können wir auf jeden Fall verlängern. Der Vertrag geht ja noch 2 Jahre. Brauchen wir den eigentlich gar nicht verlängern? Das ist doch Schwachsinn. Der Vertrag geht noch 2 Jahre, den verlängere ich nicht. Pff. So, Sonny Kittel, hallo Chef. Ich hoffe, Sie rotieren mal ein bisschen, geben mir ein bisschen Spielzeit. Ja, das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Der gute Sonny Kittel möchte auch gerne mal wieder spielen, das kann er gerne machen. Jetzt muss ich nochmal kurz gucken, wie haben wir denn im letzten Spiel gespielt? Oder wo stehen wir denn überhaupt in der Tabelle? Ah, wir sind 8er, okay. Wie haben wir beim letzten Spiel gespielt? Wo guckt man das hier? Weiß es gar nicht. War das Posteingang Saison vielleicht? Warte mal. Teamstatistik, Spielerstatistik. Curry. So, warte. Hier lass mich jetzt mal kurz gucken. So, das sind die letzten Ergebnisse. Aber da sind wir nicht dabei, komischerweise. Haben wir nicht gespielt oder was? Ach nee, das sind die von dem Spieltag jetzt schon. Nee. Keine Ahnung. Vielleicht haben wir verloren. Ah, vielleicht hätte ich den Monat switchen müssen. Warte mal. Frankfurt gegen Berlin? Gegen Augsburg haben wir 1-1 gespielt. Jo, das könnte das letzte Spiel gewesen sein. Ich glaube, das war's auch. Oder war es 0-0 gegen Hertha? Nee, 1-1 gegen Augsburg. Das kommt hin. Ich glaube, da erinnere ich mich noch dran. Okay. Das heißt so viel wie? Gegen Hoffenheim muss mal wieder ein Sieg her. Ich glaube, das wäre mal wieder ganz gut. Oder was meint ihr? So einen kleinen Sieg, so 3 Punkte wären aber wieder nicht schlecht. Warte mal ganz kurz. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Das ist gut. Ja, ich glaube, so ist gut. Ich muss mal kurz an meinem Mischpult ein bisschen was umstellen. Ich glaube, jetzt müsste es gehen. Ach, keine Ahnung. Ich lasse mich viel zu sehr von meinem Mischpult verunsichern. So, also wollen wir nochmal gucken. Wie lassen wir denn mal hier? Janoschein nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Aufstellung an sich ist, glaube ich, nicht schlecht. Ich würde nur gerne, bevor er noch rumholt, Sonny Kittel mal mitnehmen und lass Vitinho dafür mal zu Hause. Und ansonsten lasse ich Özcanali mal draußen und bringe dafür Merkel rein. Ansonsten von der Fitness her sieht es eigentlich ganz okay aus. Bandowski ist ein bisschen fertig, aber den können wir später dann noch rotieren. Ich glaube, das ist in Ordnung. So, aber seid mir nicht böse, den Regen, den mache ich aus und lasse es einfach bei bewölkt. So. Okay, Schiedsrichter ist Harald Fimmler. Der alte Fimmler. Ah, Hilfe, der hat mich befimmelt. Oh, Wiedwald steht im Tor. Ach, Scoufé ist doch außer Gefecht, ne? Da kann ich mich noch dran erinnern. Der hat sich irgendeine Verletzung zugezogen. Ich glaube, einen dreifachen Penisbruch oder so. Oh, der ist gut. Oh, der war gut. Sehr schön. So. Ja, und im echten Fußball sozusagen ist ja jetzt Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt zu Paris gewechselt. Ja, was soll ich sagen? Ich meine, was willst du dem Burschen aufhalten? Ja, der wird gerne Champions League spielen, ist klar, der wird gerne international ein bisschen rumfummeln. Und ich meine, wenn du die Chance hast, mit Ibrahimovic in einem Team zu spielen, ganz ehrlich, dann nutzt du diese Chance, ist doch ganz klar. Wie gesagt, ich denke, da sollte man jetzt keinen Vorwurf machen, dass er das Angebot von Paris angenommen hat. Ich denke, das ist okay. Wie gesagt, 9 Millionen ist eine Stange Geld. Ich hoffe, Frankfurt setzt die gut ein. Und das nicht für Sam. So, also Zambrano. Da haben wir Janoschai. Und Cutlets. Oh, das ist gleich mal ein guter Pass hier. Och. Schön. Und, oh, Brand. Oh, schade. Da. KKP-Mann. Vorsicht. Brand. Oh, das ist ein Freistoß, ja. Schnell direkt ausführen hier. Zack, unten. Bandowski. Flanke kommt. Aigner ist da. Aigner ist nicht da. Aigner ist im Abseits. Okay. Aigner macht sein eigenes Ding. Er hat seine eigene Entscheidung.
So, Vestergaard und Toljan. Und die Frankfurter haben ja auch einen Hoffenheimer geholt. Den guten Abraham. Und ich glaube, das ist eine gute Verpflichtung gewesen. Ich dachte, er spielt voll Stamm bei Hoffenheim. Ich wusste gar nicht, dass das nur so ein, ja, Zweitmannschaftsspieler ist. Junuzovic. Schade. Baumann im Tor, Modest im Sturm. Modest ist ja auch irgendwie einer, der auf der Abschlussliste steht bei Hoffenheim. Weil das gibt so viele Gerüchte momentan, ne? Das ist der Wahnsinn. Wenn es danach ginge, spielt Bruchhagen nächster Mal bei den Bayern im Sturm, mein Gott. So, Vorsicht, Toljan. Boah, Schockfehler, passiert. Kann passieren. Finde ich gut. Vorsicht, Mitchell Weiser. Ach, Wieser ist das, nicht Weiser. Stimmt, Weiser spielt ja bei uns. Stimmt ja, den haben wir ja auch noch. Oh, Janosai. Der spielt jetzt künftig mit Bastian Schweinsteiger in einem Team. In echt, sozusagen. Zambrano. Pass auf. Mach keine Kacke da hinten. Zambrano ist ja auch noch nicht geklärt, ob er bei Frankfurt bleibt. Gibt ja wohl immer noch die Möglichkeit, dass er, also seinen Vertrag hundertprozentig hat er noch nicht verlängert. Na, mal abwarten. Sich da noch im Karussell was tut. Wie gesagt, ich hoffe mal, Frankfurt investiert gut die 9 Millionen, die sie jetzt gekriegt haben. Ich denke, da kann man schon was mit anfangen. Und sie haben ja schon den ersten holländischen Stürmer geholt. Bin ich auch sehr gespannt drauf, den Kerl. Der Name ist mir gerade. Ja. Oh, Vorsicht, Modest! Abgefälscht. Hui. Eckball. Eckball für Hoffenheim. Vorsicht, vor Rudi. Ja, viel Wirbel um Wiedwald, aber alles easy. So, Antonio Rüdiger. Anthony Rüdiger. Ah, Idee nicht schlecht von Janosai, aber leider nicht wirklich erfolgsgekrönt. Was war das denn jetzt? Voll der Ping-Pong-Ball. Naja. So, Toljan Nazario. Was so angenehm, ich kann den Controller auch mal zwischen die Beine nehmen und also ich kann den Controller auch mal unterm Tisch haben und muss die Arme nicht dauerhaft auf dem Tisch liegen lassen jetzt. Ich muss dringend noch ein Video jetzt hier von der Kammer machen. Die Lüfter sind soweit fertig. Ich warte noch auf Verlängerungskabel. Die Verkabelung ist noch nicht komplett abgeschlossen, aber das sieht noch ein bisschen wirr aus. Aber ich denke, ich habe bestimmt schon mal Bock, das jetzt zu sehen, denke ich mal. Ich hatte in dem einen Vlog mal gesagt gehabt, wenn hier die Lüfter funktionieren und so, dann werde ich auf jeden Fall richtig schön dabei von Brand. Stark von Aigner. Richtig stark. Aigner. Aigner. Boah. Und jetzt Aigner-Tor. Frankfurt. Sauber. Das ist der erste Versuch. Man setzt Cutlets nach, bringt den Ball in die Mitte. Pam Aigner muss nur noch einschieben. Und es steht 1:0 für die Frankfurter. Super. Richtig nice. Richtig, richtig nice. Na, wie gesagt, also ich habe in dem einen Video gesagt gehabt, oder in dem einen Vlog, wie man es jetzt neumodisch nennt, habe ich ja gesagt gehabt, ich möchte auf jeden Fall, boah, schöner Einsatz von Diekmeier. Ich möchte das Ding auf jeden Fall nochmal präsentieren, wenn es dann soweit fertig ist. Und als ihr das Ding gesehen habt, war ja hier noch alles roh verkabelt, sag ich mal. Das ist Brand. Brand. Chance ist noch da. So, Merkel. Merkel, und das ist Cutlets. Abseits. Es ist abseits. Und da zappelt er wie ein Delfin im Netz. Unfassbar. Boah, schönes Schüsschen von Merkel. Der flutscht da komplett durch. Aber leider dann die Abseitsposition von Václav Gadlečovic. Oh, kriegen wir den noch? Ne, kriegen wir nicht mehr. Dann kriegen wir nicht mehr. Musona. Und Weiß. Der weiß Bescheid. Och, Modest. Ja, die Hoffnungen sind aber auch nicht gut hier. Aigner. Ja, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Was war das denn? Ja, faul. Sehe ich genauso. Puh, Glück gehabt. Merkel, was machst du denn da? Was macht er denn da? Geht's noch? Oh, Diekmeier stark. Ah. Oh, liegt ein Verletzter auf dem Boden. Huch.
Schmerzverzerrtes Gesicht, schauen wir mal drauf. Ja, war aber Ball gespielt von Diekmeyer, war kein Foul in dem Sinne. Nazario war das. Ja, wie gesagt, war aber Ball gespielt. So, Roberto Firmino ist drin. Das wird es bei der TSG Hoffenheim auch in echt nicht mehr geben. Firmino ist ja gewechselt zu Liverpool für eine Rekordablösesumme. Also total bescheuert auf jeden Fall. 40 Millionen oder so. Ich glaube, es geht los, Freunde. 40 Millionen für Firmino, also bitte. Ich meine, das mag ein guter Fußballer sein, das mag auch ein richtig außergewöhnlicher Fußballer und Dribbler sein. Und auch ein richtig guter Spielmacher, aber 40 Millionen, ne, ist er nicht wert. Ist einfach so. Der ist keine 40 Millionen wert. Ich gehe sogar so weit und sage, damals Götze von Dortmund zu Bayern, der war auch keine 40 Millionen wert. So wie Reus damals. 17 Millionen, das ist okay. Für so einen jüngeren Spieler, sag ich mal. So, Aigner. Der ist Drahtzieher hier heute. Und das ist gut gespielt, aber... Oh, oh, den hätte Brandt selbst probieren müssen. Cutlets. Oh, also wir machen Druck. Wir machen Druck, wir sind die bessere Mannschaft. Aber steht nur 1-0. Darf's halt auch nicht vergessen. Merkel. Oh, meine Ansicht unten ist wieder weg. Also unten links und rechts die Spielernamenanzeige. Und freut euch übrigens auch auf das Halbzeitinterview mit Liv Floyd und Merkel. Der interviewt nämlich auch unseren Merkel. Nachdem er ja den anderen Merkel interviewt hat. Was? So. Also da jetzt unten keine Namen mehr sind, muss ich raten. Ich würde sagen, das ist nicht Modest. Modest steht in der Mitte oben. Firmino war das. Das ist Modest und das ist wieder Firmino. So, und das ist Bandowski, der nicht mehr rennen kann. Ich glaube, der ist tot. Stark von Zambrano. Richtig stark. Boah, das ist super gespielt. Aigner. Kreuzt. Sehr gut. Also Aigner ist super drauf. Aigner gefällt mir richtig gut. Und ich glaube, wir müssen mal ein bisschen durchwechseln. Das ist alles... Die sind alle kaputt. So, Bayern 0 für Leverkusen und Hamburger SV duellieren sich parallel zu unserem Spiel. Da steht es im Moment 1-1 in der Halbzeit. Jetzt gucken wir mal, wir gehen mal hier rein. Also Janosch muss auf jeden Fall mal raus, da kommt mal Kittel für rein, hatten wir ja versprochen. Und dann, was machen wir noch? Ich würde sagen, Opara für Bandowski. Und vielleicht noch Son. Son mal über links. Komm, wir bringen mal Son über links. So, solange die Wechsel durchgezogen werden, trinke ich gerade mal noch was. Bei der Hitze, ups, immer schön viel trinken, Freunde. So. Fein, ne? Ne, also wie gesagt, immer schön viel trinken. Hier drin in der Kammer geht es wirklich, muss ich sagen. Das Gute ist aber, dass die Kammer innenliegend ist. Das heißt, das ist keine direkte Sonneneinstrahlung von außen sozusagen über den Tag verteilt. Und deshalb geht es hier drin. Ist jetzt nicht mega die krass gute Luft, aber es ist okay. Es ist aushaltbar. Also ich habe schon Schlimmeres erlebt. In manchen Wohnräumen ist es wirklich schlimmer. Und dank den Lüftern passt das ja auch. Jetzt Vorsicht. Und Vorsicht. Boah. Aber trotzdem, durchs ganze Quatschen und so, bei der Hitze kriegt man irgendwie so ein Pappmaul. Also mir geht das so. Ich muss dann immer recht viel trinken. Echt viel trinken. So, Son. Kittel. Ballverlust, klar. Also da muss er jetzt aufpassen natürlich. Kittel, wenig Spielerfahrung. Also wenig Spielpraxis. Gleich wie Opara, aber der gleich mal mit einem Ball gewinnt. Das ist gut. Das ist Rüdiger. Antonio. Nee, Anthony. Anthony Rüdiger. Wer hieß denn nochmal Anthony? Achso, einmal Ross, ne? Oh, schöner Pass auf Cutlets. Der nimmt ihn super runter. Ah, aber Beck ist da. Anthony. Ach, Anthony Uja war das, ne? So. Aigner. Was war das denn? Was hatte der denn da gerade vor? Ich dachte, der haut da jetzt mal schön einen raus. Aber nix da, voll der Pussyschuss, Mann. Was? Boah! Boah, Opara, ey. Sind's denn da weg? Jetzt kommt Son. Son. Und Cutlets. Oh, Cutlets! Was war das? Mama Mia! Was war das denn? Oh.
Also eigentlich das ein Tor mit 100%iger Garantie. Aber irgendwie dachte sich Katlet so, ne. Leck mich. Boah. Nein! Och, Ballverlust von Aigner der besonderen Art. Vorsicht. Wieser war das, genau. Wow, Para, was macht der denn da? Ja, Foulspiel sehe ich genauso. So, Opara. Hui! Aigner! Oh. Schön unter Druck gesetzt. Ja, faul. Das war jetzt eine Entscheidung, die ich nicht unbedingt nachvollziehen kann, aber passt. Dann lassen wir doch Kittel gleich mal ausführen hier, oder? Kittel. Hallo? Was ist denn jetzt? Wann der Pumuckl jetzt zu mäkeln? Achso, die Mauer, okay. Ja, die muss passen. Ja, also so geht's nicht. So, Kittel. Der darf. Und wir bringen ihn mal hier hin. Ich weiß nicht, ob das was wird. Jo. Ah. Vorsicht vor Mosona. Merkel ist dran. Sehr gut. Oh. Ja, wir setzen Hoffenheim super unter Druck. Also, Alter. Das klappt schon sehr gut. Mal aufpassen. Diekmeier. Perfekter Pass auf Son. Son? Oh. Oh. Aigner. Aigner. Ach, da lässt er sich wieder den Ball abnehmen, wegen der zu weiten Vorlage. Also 1-0 ist gefährlich irgendwie. Ich weiß nicht, Hoffenheim ist auch so eine Mannschaft, die kann immer Tore schießen, weißt du? Da musst du immer vorsichtig sein. Mit der Hoffenheimer. Aber wieder Freistoß. Sehe ich genauso. So, Aigner und Katlets, die machen das wieder. Alter. Was gibt ein Tor? Also nicht. Katlets. Ja! Der kam mit Ansage, Alter. Richtig schönes Ding. Watzlaw Katlets sorgt, ich sag's mal, temporär für die Entscheidung in diesem Spiel. Boah. Aber wie halt auch, weißt du, so bam, ansatzlos. Siebtes Bundesliga-Tor von Watzlaw Katlets. Boah. Heilige Maria Gottes. Das Netz brennt jetzt noch. Das Netz brennt jetzt noch. Tobias. Learn German. So, Aigner. Jetzt könnt's knackig werden vor Offenheim. Mal gucken. Aigner? Mach Ball schon wieder zu weit vorgelegt, ey. Ja. Klasse gemacht von Merkel. Klasse gemacht von Merkel. Und jetzt. Oh, der Pass war scheiße. Ärgerlich. Richtig, richtig ärgerlich. Mit einem gescheiten Pass hätte man noch was machen können. Oh. Aufpassen. Defensiv waren wir bis hierhin sehr gut in diesem Spiel. Aber auch, weil wir früh attackiert haben. Alter. Ja. Son. Och, Beck. Beck hält da hinten alles zusammen. Ist ja Wahnsinn. Der macht das ja hier im Alleingang. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt ist Hoffenheim im Vorteil. Da vorne mit 3-4 Mann. Visa. Guck, ob der auch eine Mastercard hat. Katlets. Der marschiert. Und Son geht mit. Son geht doch mit. Wieso geht der denn nicht mit? So. Das war kein Foul, okay. Hätte jetzt gedacht, der pfeift vielleicht, aber die Pfeife hat nicht gepfiffen. Oh, Son haut da mal einen raus, ja. Kann man mal machen, ne? Katlets, 12 Einsätze, 7 Tore, das ist eine super Bilanz. Jau, das war ein super geiles Tor. Aber die Bilanz ist echt okay. Muss man echt sagen, 12 Einsätze, 7 Tore, das heißt eigentlich in jedem zweiten Spiel mindestens ein Tor. Das ist super gespielt, Modest. Och, Weltklasse. Weltklasse verteidigt von Rüdiger. Antonio. Oder hat sich jemand wehgetan? Ich glaube, es ist Diekmeier. Es ist Liekmeier. Entschuldigung. Aigner. Jetzt vielleicht mal was. Ach, nee, so funktioniert das nicht, Mann. So, Westergaard. So, Aigner.
Da ist niemand. Ladies and Gentlemen, stark. So, Kittel. Kittel! Oh. Giddel. Giddel mit G, weißt du? Sonny Giddel. Schön gespielt, Kittel. Aigner. Also, da geht mehr. Oder es ging mehr in diesem Spiel. Es ging mehr in diesem Spiel. Kittel! Oh Mann, ich hätte es ihm so gegönnt. Schade. Oh, er ist ihm gegönnt. Es war super gekämpft gerade. Aber gut, wir müssen machen. Hülk! Komm her. Kein Gegentor jetzt kassieren, das wäre ärgerlich. Zambrano. Und das ist Modest. Das ist Firmino, aber das ist nix. Abseits. Der Scheiß ist eigentlich, theoretisch müsste es gewesen sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Mal gucken. Mal gucken, ne? Mal gucken. So. Kittel nochmal. Kittel nochmal. Was macht der da? Kittel? Och. Einfach mal drauf da. Ein richtiger Frankfurter Bub. So, Ende. 2-0 gewonnen. Ich leg den Controller nieder. Und wir haben 2-0 gewonnen. Das war wichtig. Nach den beiden Unentschieden Berlin und Augsburg war es wichtig, jetzt mal wieder 3 Punkte einzufahren. Auch nach einem Europa-League-Spiel. Und ich denke, wir haben heute verdient gewonnen. Hamburg gegen Leverkusen ist 2-2 zu Ende gegangen. Und Lautern gegen Berlin ist in dem Fall eigentlich fast uninteressant für uns. Denn wir können ja jetzt nach oben blicken statt nach unten. Und wir sehen, wir sind jetzt auf Platz 6 und nicht mehr auf Platz 8. Das heißt, wir sind jetzt wieder auf einem Europa-League-Startplatz. Das ist super. Und das ist ja dann auch unser erklärtes Ziel für die nächste Saison. So, jetzt gucken wir, gegen wen wir als nächstes spielen. Kittel hat sich noch bedankt für seine Chance. Ich denke, der hat das ganz gut gemacht. Der hat schon gut gekämpft, ein bisschen gewirbelt, das ist okay gewesen. Und als nächstes müssen wir gegen den ersten FC Kaiserslautern. Und das ist ein ganz besonderes Spiel für alle Frankfurter. Das ist eine jahrelange Tradition, die dieses Spiel verbindet. Und das Spiel wird einfach super, glaube ich. Freue ich mich schon richtig drauf. Morgen um 15 Uhr, wenn es weitergeht mit FIFA 15 Karriere. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein!